Wenn der Verdacht auf einen Knochen- oder Weichgewebstumor zum Beispiel am Bewegungsapparat besteht, dann gilt es erstmal, die Bildgebung durchzuführen. Also Röntgen, MRT, im Einzelfall auch mal ein CT. Und wenn an der Bildgebung die Diagnose nicht ausreichend sichergestellt werden kann, vor allen Dingen, wenn nicht klar ist, ob es sich um einen gutartigen oder einen bösartigen Tumor handelt, dann ist zwingend erforderlich, die Diagnose mit einer Gewebeprobe, einer sogenannten Biopsie, zu sichern. Wenn eben die Diagnostik des Tumors an der Bildgebung nicht eindeutig gestellt werden kann, bedarf es einer Biopsie. Das ist ganz entscheidend, weil verschiedene Tumorarten unterschiedlich behandelt werden müssen. Nicht immer reicht eine einfache operative Entfernung aus. Manche der Tumoren müssen vor einer Operation vorbehandelt werden, zum Beispiel durch Bestrahlung oder Chemotherapie. Und da ist es eben ganz unterschiedlich, je nachdem, um was für einen Tumor es sich handelt. Deswegen ist es zwingend erforderlich, die Diagnose im Vorfeld sicherzustellen. Und da ist eine Gewebeprobe eben unabdingbar. Die Biopsie, also die Gewebeentnahme, scheint auf den ersten Blick ein relativ kleiner und einfacher Eingriff zu sein. Er sollte aber ausschließlich in den Händen eines erfahrenen Tumorchirurgen liegen, denn es gilt, gewisse technische Voraussetzungen und Kenntnisse mit zu berücksichtigen. So ist der Zugang zur Biopsie letztlich immer tumorzellkontaminiert und muss bei der späteren operativen Entfernung des Tumors deswegen entfernt werden. Und es muss sehr sorgsam mit dem Gewebe umgegangen werden. Es dürfen keine Blutergüsse oder Nachblutungen entstehen und so weiter und so fort.